Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, möchte ich euch heute das Polysystem von Aretini vorstellen. Das ist auch mein erstes Mal, dass ich mit so einem Polysystem arbeite. Ich finde es sehr, sehr interessant. Es soll sich leichter modellieren lassen, speziell auch für Anfänger, da es überhaupt nicht in die Ränder laufen kann. Und es ist eine Mischung aus Acryl und Gel. Und ich finde, es kann schon eine Alternative zu Gel bzw. Acryl sein. Vielleicht für diejenigen, die Haftungsschwierigkeiten haben oder eben in Berufen arbeiten, wo die Hände sehr beansprucht werden, samt Nägel. Deshalb vermute ich mal, dass das wirklich eine gute Sache ist. Ja, natürlich habe ich mir schon andere Videos angeschaut, möchte euch aber jetzt das erste Mal dabei haben, wenn ich von Aretini das Polysystem teste. Ich bereite mir dazu einen ganz normalen Tipp vor, raue ihn an, wie bei der üblichen Modellage, und dann geht's auch schon los. Was braucht man, um mit einem Acrylgel bzw. Polysystem zu arbeiten? Ich habe mir hier ein Gläschen zugestellt und benutze handelsüblichen Cleaner ohne Farb, Duft und irgendwelche Zusatzstoffe wie Öle etc. pp. Weil das ist dann kontraproduktiv. Das fülle ich mir jetzt in mein Gläschen und dann brauchen wir eigentlich nur noch einen Pinsel, der nicht allzu weich ist, und ein Tuch sowie unsere Arbeitsmaterialien. Ich benutze diesen Pinsel hier, den habe ich für meine Modellagen benutzt und er hat die passende Länge. Ich benutze die abgerundete Form, sprich einen Katzenzungenpinsel, weil ich damit am besten klarkomme. Ja, dann legen wir auch schon los. Ich habe mir jetzt hier meine Unterlage bereitet. Als erstes kommt, ich ziehe euch mal ein bisschen raus. So. Als erstes wird der Pinsel vorbereitet, das heißt, ihr drückt ihn schön am Boden des Glases ab, fächert ihn so ein bisschen auf, dass die Luftblasen rauskommen, und dann tupft ihr ihn an eurem Zebra ab. Wer kann oder möchte, kann sich jetzt das Gel mit einem Spatel rausnehmen. Wir benutzen als erstes mal das Cover Spezial. Und ihr seht ja, das ist absolut pastig. Also da ist nichts mit einfach Pinsel rein und raus. Nein, nein. Hier wird Spezialwerkzeug verwendet. Also ich nehme jetzt mal meinen Spatel hier. Habe mir eine Menge auf den Spatel genommen und setze ihn am Tipp ab. So, damit ihr wisst, mit was wir arbeiten, lege ich das mal so ein bisschen ins Bild. Ja, meine Lieben, dann legen wir los. Also ihr seht schon, da bewegt sich nichts. Jetzt nehmt ihr euren Pinsel, taucht ihn in den Cleaner ein, tupft ihn etwas ab, sodass er noch leicht flüssig ist. Und dann geht's schon los, indem ihr euch das Polysystem mit drückenden
Bewegungen zuerst mal in die Stellen hineindrückt und an die Stellen verteilt, wo es hin soll. Und wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr so richtig schieben und drücken, dann taucht ihr euren Pinsel wieder in Cleaner ein und dann geht's weiter. Ihr habt hier, so wie ihr seht, alle Zeit der Welt, euch euer Material zu verteilen. Ihr könnt das auch, wenn es dann an den Stellen ist, wo ihr haben möchtet, mit leichten, streichenden Bewegungen verteilen. Im hinteren Bereich des Nagels ist es dünner aufzutragen. Das ist wie bei einer ganz normalen Modellage. Da reicht es dann auch aus, wenn ihr es etwas verstreicht. Es bedarf ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber ich bin nun blanker Anfänger, was das Arbeiten mit dem Polysystem anbelangt. Und muss sagen, ich habe es mir wirklich schlimmer vorgestellt. Ich bin echt begeistert, dass es so leicht auch für Anfänger zu verarbeiten ist. Und gerade wer in dem Bereich noch ein bisschen unsicher ist, der kann hier schön modellieren. Ich mache mir gleich mal die Vorformung der French. Das geht auch wunderbar, wie ihr sehen könnt, da hier nichts verläuft. Und wenn ihr dann merkt, dass das so ein bisschen schlierig wird, einfach den Pinsel nochmal in Cleaner trinken, etwas abtupfen, weil schwimmen muss das nicht. Und dann geht's weiter. So, das ist das Erste, was ich mit dem Polysystem geschafft habe. Und ich muss ehrlich sagen, mit Gel gelingt mir das nicht so. Ich habe jetzt nicht akkurat eine French-Linie gezogen, sondern erstmal bloß aufgetragen. Ihr seht also, da ist noch kein Aufbau und nichts vorhanden. Darum soll es aber jetzt auch nicht gehen. Es geht einfach nur um das erste Auftragen, wie man aufträgt, dass man sich Zeit lassen kann. Wer möchte, kann jetzt weitermachen, indem er sich die Smile Line noch formt. Und mit diesem System ist es richtig schön, da man sich hier eine ordentliche Mauer bauen kann, die auch nicht verläuft. Und ihr wisst, wie schön das ist, wenn man eine richtig coole French-Linie machen kann. So. Auch hier schieben, drücken, verstreichen. So. Wenn ihr euch ein bisschen zu viel verschoben habt, zieht es einfach wieder zurück. Ich denke, das kann sich so sehen lassen. Das lasse ich jetzt in meiner Lampe aushärten. Ich benutze eine UV-LED-Lampe und
Lasse dies für 30 Sekunden aushärten. Nachdem das Gel ausgehärtet ist, könnt ihr jetzt weiterverfahren. Entweder fangt ihr an, euch das schon zu befeilen. Vorher bitte mit einer Zellette und etwas cleaner die Schwitzschicht entfernen, da auch das Pulli-System eine leichte Schwitzschicht entwickelt. Ich mache aber jetzt gleich weiter. Ich möchte nämlich mit dem Pulli-System White mir die French-Linie, die French bearbeiten. Auch hier seht ihr sehr, sehr pastig. Dazu nehme ich ebenfalls etwas auf. So. Und das streiche ich mir im vorderen Bereich ab, damit ich dann auch schön loslegen kann. Ja, Pinsel wie gesagt anfeuchten und schön in die Richtung drücken, wo ihr es haben wollt. Ich versuche es jetzt gleich hier an meine Smile-Line anzupassen. Wie ihr sehen könnt, ist ein wunderschönes Arbeiten mit diesem Pulli-System möglich. So, auch hier, wie ihr seht, einwandfreies Arbeiten. Ihr könnt noch verfeinern, indem ihr euch das noch glatt zieht. Nochmal drücken und schieben, wenn ihr merkt, an einer Stelle ist einfach zu wenig. Und dann, wenn ihr zufrieden seid, kommt das wieder an die Lampe. In der Zwischenzeit mache ich mir meinen Pinsel sauber in meinem Cleaner und tupfe ihn leicht ab. Ist eure Modellage ausgehärtet, könnt ihr jetzt, wenn ihr wollt, schon mal die Schwitzschicht entfernen. Und wer mit dem Acrylsystem sich den Aufbau schon vorgeformt hat, könnt ihr dann auch befeilen. Ich werde mir jetzt, also das ist richtig schön hart, ihr hört es ja. Ich werde jetzt schon mal die Form etwas zurechtfeilen. So.
nächsten Schritt modelliere ich mir jetzt den Aufbau. Dazu nehme ich das Clear. Auch hier nehme ich mit meinem Spatel eine etwas größere Menge. Setze es mir an meinem Stresspunkt ab. Und ihr seht wirklich wahr, ich kann es auch mal umdrehen. Da tropft nichts, verformt sich nichts. Ja, ich bin begeistert bis jetzt und muss sagen, das könnte sich schon zu einem Favoriten von mir entwickeln. Wer mit Acryl arbeitet, der weiß, wie sich das Gestalten des Aufbaus macht. Wer noch nicht mit Acryl gearbeitet hat, für den ist das schon etwas Neuland, das ist klar. Aber auch hier gilt, der Aufbau muss schön modelliert werden. Ihr könnt auch nachnehmen vom Material. Nach vorne hin könnt ihr das wie beim Gel auch ausstreichen. So. Ich nehme jetzt noch mal eine Menge auf. Setze es aber jetzt nicht mit dem Spatel ab, nein, ich befeuchte mir meinen Pinsel nochmal. Und setze es mir dann mit dem Pinsel am gewünschten Punkt ab. So. Das Prinzip Aufbau ist das gleiche, nach hinten flach und an den Seiten flach auslaufen lassen und euren Stresspunkt ordentlich modellieren, nach vorne dann sanft ausstreichen. So, das lasse ich jetzt aushärten, gebe es in meine Lampe und diesmal, da ich mir nicht sicher bin,
lasse ich das für 60 Sekunden aushärten in meiner Kombinade. Bevor ihr mit dem Feilen loslegt, entfernt bitte die Schwitzschicht. Und jetzt geht's auch schon los. Zum Befeilen benutze ich jetzt gerade mal von Aretini eine Wechselfeile mit 180 und 100 Grit. Die habe ich mir auf so ein Board geklebt, doppelseitig. Ich befeile aber nur im Moment mit der 180er Feile. Befeilen lässt es sich sehr schön, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht sagen butterweich, aber dennoch sanft. Und ich bin ganz, ganz ehrlich vom Ergebnis echt beeindruckt. Wie gesagt, ich bin kein Acryler, aber das System könnte sich zu meinem Lieblingssystem entwickeln. Ihr könnt jetzt natürlich noch designtechnisch weitermachen, wenn ihr auf eurem Nagel noch was malen wollt, etc. pp. Verfahrt wie bei den anderen Systemen auch. Da gibt es keine Einschränkungen. Und ich muss sagen, ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. So, jetzt nehme ich mal meinen Versiegler. Und wie soll es auch anders sein? Ich benutze den von Aretini, den Brillanz. Und versiegeln wir das Ganze jetzt mal. Moment, ich habe gerade noch hier vorne etwas gesehen. So.
Und auch das lasse ich jetzt aushärten. Ja, meine Lieben, ich habe das jetzt aushärten lassen und zwar für 120 Sekunden unter meiner Kombilampe. Und wie ihr sehen könnt, ist das ein wunderschöner Glanz. Der Versiegler härtet auch ohne Schwitzschicht aus. Ich kann nur sagen, dieses Pulli-System von Aretini trifft genau meinen Geschmack. Es erleichtert mir das Arbeiten ungemein. Wenn man noch ein bisschen mehr übt, dann werden die Ergebnisse einfach perfekt. Ja, meine Lieben, das war's auch schon wieder zu diesem Video. Den Link zum Shop von Aretini setze ich euch unten in die Infobox. Einziger Nachteil ist, man kann dort nur bestellen, wenn man einen Gewerbeschein hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage bye bye, bis zum nächsten Mal. Eure Katrin. Tschüss.